Hi, na, habt ihr den letzten Part gut überstanden? Ich hoffe doch. Jetzt hätte ich gerne so diesen. Es gibt ja so einen Sprite von Super Mario, wie er einen Mittelfinger zeigt. Und den hätte ich jetzt gerne gehabt. Es. Es. Wofür. Also. Oi, oi, oi. Ich hätte nicht gedacht, dass er so hochspringt. Warum sind Chucks eigentlich so begabt im Hochspringen? Ich dachte, die haben voll die dicke Football-Rüstung an. Will ich hier wirklich den Switch aktivieren? Ja, mach doch. Booms. Na gut. Mir fällt gerade auf, was für Weichflöten die Goombas eigentlich alle sind. Nee, das will ich nicht. Ich muss jetzt erstmal die Logik dieses Levels verstehen. Also, nach der reinen Super Mario World Logik wäre jetzt hier dieser Level dran, den man nur erledigen kann, wenn man alle. Nee, nicht wenn man alle. Mann, ich muss jetzt gerade nachdenken und gleichzeitig hier so ein bisschen blödsinnig rumspielen. Den Level, den man nur schaffen kann, wenn. Achtung, jetzt Inhalt. Wenn man das mit der Zeit richtig macht. Also nicht mit der Zeit richtig, sondern mit der Zeit richtig. So, jetzt frage ich mich, links oder rechts mit dem P-Switch? Ich könnte ja theoretisch nur am Backtracken. Das geht. Aber ich nehme den einfach erstmal mit. Vielleicht kommen wir hier ja in irgendeine Szene, wo man den braucht. Was? S-U. S-U. Schälchen. Sowas mag der Hackersteller hier auch gerne, ne? Ich will nicht wissen, wie das ohne Switches funktionieren soll hier. Ja, da muss es schon. Die sagen ja brave sein. Genau so seid ihr nämlich drauf, ne? Ja, gut für mich, dass ich den P-Switch mitgenommen habe. Denn damit habe ich jetzt hier leichtes Spiel. Ich weiß gar nicht, was ich hier spielen will. Ja, ist auch gut. Kann ich damit irgendwas machen jetzt hier? Nee, ne? Also ich habe jetzt hier zwar so einen Stern gesammelt, aber ich werde einfach mal die Gelegenheit beim Schopfe packen und hier nach links weiterlaufen. Hier gibt's doch nichts, wo ich irgendwo. Nee. Tja, das heißt, ich habe den P-Switch, den ich hier mühevoll mitgenommen habe, doch fälschlicherweise aktiviert. Aber gibt's Schlimmeres. Ach, guck mal, wir sind wieder hier. Ich nehme jetzt einfach mal mit. Ich weiß gar nicht mehr, wo der herkam. Und wenn ich ihn finden sollte, laufe ich damit wieder nach links. Ja, dann mache ich. Wirklich einfach ist der Level hier aber auch nicht, ne? Aber gut, wir sind ja auch schon in Level in Welt 5, 6 oder wie ist das geregelt hier? Okay, da ich jetzt nur von links nach rechts laufen muss, gehe ich mal davon aus, dass mich dieses Exit hier einmal im Kreis schicken lässt. Das war doch viel zu einfach dafür, als dass ich dafür irgendeine Belohnung kriegen würde. Tja, schauen wir gleich mal. Nee. Nee, ich. Chocolate Rain! Nee, nee, nee. Kennt einer den Text, wie der weitergeht? Nee, niemand, ne? Ich glaube, ich muss in die S-Röhre hier rein. Die hätten mich fast gekriegt, hast du gesehen? Es. Eigentlich hätte ich gerne so eine X-Röhre. Ach, die hatten wir bestimmt auch schon mal. Ja, wir hatten ja irgendwie. Ah, ja, richtig. In diesem einen Ghost House hatten wir das. Nein! Na, toll. Das ist doch wirklich viel zu einfach hier. Komm jetzt mal, lag's auf den Tisch. Geht doch so nicht.
Ich renne jetzt einfach mal mit dem Switch-Schwert nach links, so. Warte mal. Ich schaff das. Das schaffe ich. Das kann ich. Aber nicht von hier. Was ist mit hier? Reicht das? Ja, würde reichen. Ich mache das mit dem Safe, weil ich wissen will, ob das geht. Na, schade, das hat leider nicht funktioniert. Aber okay, das geht, wenn ich das... Ah, das ist ein kleines Fenster, was ich hier habe. Oder ich mache das einfach so. Das ist Millimeterarbeit hier. Ich könnte ihn auch einfach verhauen. So, dann ist er jetzt weg. Und dann geht's hier nämlich ganz entspannt nach oben. Ne, da ist nichts drin. Warum ein bisschen... Warum mache ich das denn? Warum mache ich das? Ne. Hi. Ich weiß auch nicht, wofür ich diese Shell hier brauchen sollte. Gehen wir mal hier rein. Ach, guck mal an. No trial and error method will help you here. Find the access code in the chocolate ghost. Ich werde jetzt den Level einfach so beenden, wie er normal zu beenden ist, damit ich keinen Power-Up verliere. Enttäuschung macht sich breit. Und hier ist mein Lächeln gestorben. Dann machen wir den Kacke ja mal weg, da brauche ich ja sowieso nicht. Dann fliegen wir mal hier schön durch. Die Slowdowns. Ich bin so geil. Okay. Nee, also. Da ist dann auch meine diabolische Grenze erreicht. Hm. Machen wir das hier. Yes! Das erinnerte mich gerade sehr an dieses normale Schokoladenlevel. Ich mag übrigens, das habe ich schon oft gesagt, das mit der Chocolate Land, auch das mochte ich auch im normalen Super Mario, wie mit ganz wenig eigentlich eine große Wirkung erzielt wurde, indem die Palette einfach geändert wurde. Soll ich ihm trusten da oben oder eher nicht? Okay, da geht's rein. Nein, es sah aber so aus. Dann geht's da halt wieder raus. Ich könnte theoretisch hier einfach die Koopas verdreschen und da anhand derer am Ende die nächste Klippe erreichen. Tut mir leid, Leute, ich hab gerade... Also wenn ich fliegen muss, muss ich mich ultra konzentrieren. Weil da jede Eingabe, die man tätigt, doch über Leben und Tod entscheiden kann. So wie hier eigentlich. Okay. Schieben wir mal runter. Monty Mole. Jetzt. What? Ab nach oben. Hier ist nichts. Nee, da komme ich auch nicht rein. Ja, deswegen sollte man niemals einen Mole trusten. Den hatte ich nämlich gerade durch meine ne super Stampfattacke eigentlich erledigt. Aber Spiel sagt nein. Ist nicht, der lebt noch. Ach, guck mal an. Karottenkuchenschäfchen. Yes! Das war falsch. Das weiß ich. Es ist auch ein bisschen cheesy, einfach
jedes Röhrchen, was so eigentlich das naheliegendste ist, dann als falsch zu deklarieren. Ain't easy being cheesy. Okay. Dann wollen wir mal rauf. Innerhalb höchster Hektik, denn, wie ihr wisst, haben wir auch nicht ewig Zeit. So, den nehmen wir mal nicht mit. Okay. So, habe ich mich jetzt da drunter hergewühlt? Das ist eigentlich ganz cool. Okay, und boom! Weg mit den Chucks. Checks. Okay, jetzt können wir uns hier einen roten Yoshi holen. Machen wir auch. Tada. Also, man konnte da ja auch irgendwie noch rauf, ne? Piss gesehen. Aber ein Circle Exit in diesem Hack zu finden, ohne dass man ein Cape dabei hat, ist schon schwer. Ist schon sehr schwer. Ich versuche mal hier Chocolate Caverns. Und natürlich eingedenk der Tatsache, dass ich dann hinterher nochmal ein Secret Exit suchen muss. This sweet cave is chilled with deadly hot chocolate. And it will test your orientation skill. Don't get lost. Okay. Das wäre natürlich geil, wenn das eine Höhle wäre. Also nur eine Map, die dann halt so richtig groß ist. Das fände ich schön. Ich glaube, das ist auch so. Nee, ist es nicht. Guck mal, hier kann man nämlich rein. Hier kann man nicht. Aber wenn es da schon eine Röhre gibt... Ich frage mich, welche Gemeinheiten hier in der Bowser World of Earth warten. Yo! Und jetzt spielen wir ohne Baseball, Kinder! Okay, dann macht mich ja natürlich wieder fröhlich hier. Vor allem das mit einem fetten Yoshi machen zu dürfen. Keegan? This is epic. This is illegal, you know. Und da muss der Yoshi leider dran glauben. Okay, ich gehe mal davon aus, dass man, wenn man sich verläuft, diesen Abschnitt sehr oft machen darf. Oder wenn man einfach hier so runterfällt, dann darf man das bestimmt auch ein paar Mal machen. Hihihihi. Gut. Schauen wir uns hier mal um. Ach, hier sind... Ah, ja, ja, das kenne ich. Ja, ich sag's doch. Ja, moin! Nee, das mache ich nicht nochmal. Oder was ist mit hier? Hi. Danke. So. Ich rede darüber nicht. Ihr müsst ein bisschen mehr tanzen, Freunde. Wenn ihr nicht tanzt, dann habt ihr... Los, ein bisschen tanzen. Mario macht vor. Und hier ist... Ich hätte eigentlich da oben lang. Okay. Ja. Aber ist egal. Doch bei weitem Schlimmeres. Es sei denn, wir sind jetzt hier wieder am Anfang. Was ich nicht hoffe. Leute, Mario, Regel Nummer 1, wo sollt ihr nicht hingehen? Genau. Ins Beefcage.
Hi. Oh, ich fühle mich gut. In seiner frischen Luft macht das Leben noch gleich ein bisschen mehr Spaß. Ist halt nicht frische Luft, ist ja irgendwie Ostfront hier auch so ein bisschen. Oh, nee. Macht Mario da eigentlich ein glückliches Gesicht währenddessen? Hat er so die Augen zu zwei Bögen geschlungen? Hat der? Ah. Yes, normal exit. Ich glaube, das war auch das Einzige, oder? Ja, ich gebe zu, hier habe ich ziemlich viel geschummelt. Aber dieser Level ist einfach auch nicht schön. Springst du runter, bist verloren. Darfst nochmal machen, alles löl. Beim nächsten Mal begrüßen wir hier übrigens...